Ja, moin, ich bin der Nils Itten und ich bin heute hier zu Gast beim Alexander Karp bei Kaffee Schwarz oder mit Milch. Ich freue mich. Wunderschönen guten Morgen, Nils. Boah, es hat geklappt, Wahnsinn. Ja, wir haben gerade schon spekuliert, ob wir mehrere Anläufe brauchen. Als habe ich Nils direkt mal unter Druck gesetzt und habe gesagt, War ein nee, One-Taker. war ein One-Taker. Wird nichts rausgeschnitten. Bleibt alles rough and dirty hier in dieser Folge, auch mit dir, Nils. Wie geht's dir? Wie ist es zu Hause? Wie ist es zu Hause? Ja, ganz, ganz entspannt eigentlich mal ein bisschen frei zu haben. Aber irgendwie ist es trotzdem voll. Vollgepackt mit Sport und Spiel, Spaß und Spannung. Spiel, Spaß und Spannung. Alles. Jetzt muss ich ja tatsächlich dazu sagen, wir sehen uns ja normalerweise unter der Woche. Im zweiwöchentlichen Rhythmus hören wir uns über die Telco und sonst schnacken wir ab und an mal auch unter der Woche. Ja, also Nils arbeitet bei, so wie ich, bei der wundervollsten Firma überhaupt und wir sind Arbeitskollegen. Yeah. Und Nils ist nicht nur mein Arbeitskollege, sondern auch, was bist du noch? Was bist du für andere Menschen unter anderem? Ja, tatsächlich habe ich vor 1,5 Jahren eine eigene CrossFit-Box aufgemacht. Eigentlich ganz witzig, weil ich vor 3 Jahren eigentlich noch fast gar nichts mit CrossFit am Hut hatte. Ja, ich sag mal vor 3,5 bis 4 Jahren. Und eher so im Wassersportbereich unterwegs war, also übers Wakeboarden zum Kitesurfen gekommen oder beziehungsweise erst übers Windsurfen zum Wakeboarden und dann zum Kitesurfen gekommen. Und ja, und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich den Sport echt cool fand, so im Winter, so als Ausgleichssport, weil im Winter war es halt dann teilweise dann zu kalt, irgendwie nach Holland zu fahren und da kiten zu gehen, wenn man jetzt nicht wegfliegen konnte. Und ja, da bin ich mehr in diese CrossFit-Geschichte da reingekommen. Und ja, irgendwann hat sich dann so ergeben, dass wir jetzt eine Box hier in Hürth aufgemacht haben. Letztes Jahr. Zu deiner Box in Hürth. Hürth liegt bei Köln und ich war ja schon bei dir trainieren. Ist eine relativ neue Box, schöne Box. Wie bist du da drauf gekommen, eine Box zu eröffnen? Also war das so dein Ding? Okay, Köln-Umkreis hat ja jetzt schon zwei, drei Boxen, aber ich will unbedingt bei mir in Hürth noch eine haben, weil das der kürzeste Weg ist dann. Ja, tatsächlich der Freund von meiner Schwester, der Flo, und ein Kumpel von ihm, der Dani, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig kannte, die wollten das halt schon immer mal machen. Und ich habe das halt immer so ein bisschen mitbekommen und fand das auch ganz interessant. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich da mit reingekommen bin. Und dann haben wir das halt zu dritt gemacht. Businessplan erstellt. Ich hatte halt auch in der Uni halt für mein Studium auch schon einen Businessplan gemacht. Das heißt, ich war da so gut im Thema drin. Und ja, und dann habe ich einfach da so ein bisschen ja, ich sag mal, das Ruder in die Hand genommen für den Businessplan. Und dann sind wir zur Bank gegangen, dann haben wir nach einer Halle gesucht. Und dann musstest du ja gleichzeitig noch ja, so eine Nutzungsänderung bei der Stadt beantragen. Also es muss halt irgendwie alles gleichzeitig laufen. Und nach, ich glaube, 1,5 Jahren oder so haben wir dann eine gute Location gefunden. Und dann kam irgendwie alles zusammen. Also Wie das passiert dann einfach. kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt eine CrossFit-Box in Berlin aufmachen wollen würde, da würde ich mir wahrscheinlich auch so zwei, drei Leute suchen. Da hätte ich dann welche. Es ist tatsächlich bei mir im Freundeskreis relativ schwierig, noch Leute zu finden, die keine Box haben. Also ich hole mir dann hole mir einen Kredit bei der Bank, suche nach einer passenden Location und dann let's go. Oder was war da bei dir so die Schwierigkeit oder was waren da vielleicht auch Herausforderungen? Boah, die Schwierigkeit war halt, das Problem ist, du kannst ja nicht zur Bank gehen und sagen, ich will hier Geld haben für irgendwas, was du noch gar nicht, also du brauchst eine Location, damit du mit der Location zur Bank gehen kannst und sagen kannst, hier, die Location ist so und so groß, ich kann so und so viele Mitglieder da bespaßen
Und das funktioniert so und so. Wenn du da ohne Location auftauchst im Businessplan, dann klappt das halt schon mal gar nicht. Das heißt, du musst ja schon mal eine Location finden, wo der Vermieter bereit ist, so zu sagen, okay, das könnte ich mir mit euch vorstellen. Und der wartet dann auch noch so lange, bis man quasi bei der Bank das genehmigt bekommen hat mit dem Kredit. Und dann muss man ja gleichzeitig auch noch gucken, dass man halt wirklich diese Nutzungsänderung dann von dieser Halle bekommt, bei der Stadt. Weil sonst darf man ja das Business gar nicht starten. So, das sind so diese drei Faktoren, die da zusammenkommen müssen. Und was ganz cool war bei uns, dass unser Vermieter da relativ entspannt war. Und ich glaube, ich habe mir die Halle, oder wir haben uns die Halle im November 2018 das erste Mal angeguckt und haben erst ab Mai die Halle gemietet. Ach krass, okay. So. Und das war genau die Zeit, die wir auch gebraucht haben, um das Geld daran zu karren, um die Nutzungsänderung durchzubekommen, beziehungsweise offiziell war sie dann immer noch nicht durch, aber wenigstens eingereicht. Und und um dann quasi auch Equipment zu bestellen letztendlich. Es hört sich jetzt für mich nicht schwer an, grundsätzlich. Aber es, also klar, wir sind in Deutschland, alles sehr bürokratisch. Ich glaube, so bis so ein Bauamt das freigibt oder bis der Vertrag dann vorliegt, bis die Bank dann ja sagt, ich glaube, da geht relativ viel Zeit lose ins Land, ohne dass man bisher was gemacht hat. Du bist ja selber auch Athlet. Das, wenn man das so sagen darf. Das sage ich jetzt einfach mal so. Okay, du sagst das, alles klar. Du bist auf jeden Fall Trainer. Das stimmt. Und so unsportlich bist du ja auch nicht. Das habe ich ja schon sehen dürfen. Ein bisschen schwach auf den Beinen, aber, aber geht klar. Da arbeite ich dran. Arbeite so dran. Ja, als Wakeboarder kommt man damit ganz wenig Beinkraft in den Sport. Genau das ist das Ding. So deine Hauptsportart war ja eigentlich Wakeboarden und Kiten. Und jetzt müsstest du mir nochmal oder denen, die zuhören, erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen Sportarten ist, die sich mit einem Brett auf dem Wasser abspielen. Ja, wo fängt man da an? Also generell ist es so, ich kam halt übers Windsurfen an den Wassersport, weil mein Vater das halt auch gemacht hat. Und Windsurfen ist halt die Geschichte, man hat quasi ein Board, auf dem man steht und da ist ein Segel auf dem Board montiert und man steht quasi und hält das Segel fest. Also, das ist dieses klassische Windsurfen, was jeder kennt, was auch in den 80ern relativ groß war. Ja, wie so ein kleines Segelboot. Genau, wie so ein Segelboot, nur man steht drauf. Ja. So, dann bin ich halt zum Wakeboarden. Wakeboarden ist, oder das kennen halt viele, nur hinterm Boot. Das heißt, man wird von dem Boot gezogen und fährt auf einem Board, auf dem man steht quasi mit, man fährt quasi so seitlich und und wird halt vom Boot gezogen. Aber mittlerweile gibt es halt auch relativ viele sogenannten Cable Parks oder Wasserskianlagen, die quasi sich im Kreis drehen. Also man hat quasi Masten, da ist ein Seil gespannt und man wird quasi im Kreis gezogen. Und das ist so dieser neueste Trend, dass man halt an so einer Wasserskianlage fährt. Und da kann man dann über die sogenannten Obstacles, die Hindernisse fahren. Man kann sich so ein bisschen rauskatapultieren und Flips in alle Richtungen machen. Und es gibt da Unmengen an Möglichkeiten, an Tricks. Das habe ich und das Kitesurfen, du hast es auch gemacht. Genau, das habe ich ja gemacht. Da gibt es auch grandiose Bilder von mir, weil ich ein Naturtalent auf dem Wakeboard-Brett war. Spaß beiseite. Also es war schwer am Anfang, aber wenn man es raus hat, hat man es raus. Es hat Bock gemacht. Also es hat richtig Spaß gemacht und es ist auch anstrengend wie der Teufel. Das war sackanstrengend irgendwann. Also da hat man wirklich Rücken war dicht, Arme dicht. Unterarme halt krass. Unterarme. Ne? Vom Festhalten. Ja. Aber und gehst du da nicht mit dem Hook Grip quasi auch in? Nein. Nee. Aber irgendwann hakt man sich dann mal ein so und hakt die Hantel dann mal so in den Ellenbogen oder unter die Achsel, dass man die Arme ein bisschen entspannt. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Ist genau wie beim CrossFit. Man gewöhnt sich halt dran, auch länger zu fahren und halt radikaler zu fahren und das ist dann irgendwann auch nicht mehr anstrengend. Und das ist halt das Wakeboarden und dann bin ich halt zum Kitesurfen und Kitesurfen ist ja die Geschichte, wo man einen Drachen am Himmel steuert
und dann quasi das gleiche wie beim Wakeboard. Man hat eigentlich mehr oder weniger das gleiche Board und steuert halt über den Drachen quasi den Zug und kann dann natürlich sich ein bisschen freier bewegen. Das heißt, man ist so ein bisschen noch mehr in der Natur. Man kann richtig cool reisen, also man kann in die Welle gehen, man kann Flachwasser fahren, man kann hochspringen. Es gibt da super viele Möglichkeiten. Und jetzt gibt es halt da so einen neuen Trend, das Foilen nennt sich das, wo man auf so einem Flügel steht und so ein bisschen über Wasser schwebt. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Ah, also es gibt da tausend verschiedene Sportarten, die sich daraus gerade entwickeln. Und ja, es ist halt, also ich, wenn ich in Urlaub fahre, bin ich eigentlich nur auf dem Wasser. Und fliegt dahin, wo der Wind weht. Wo, also um das jetzt mal so ein bisschen zu erklären, weil als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das war bei unserem Summer Meet in Köln, da war ich auch so ein bisschen, okay, wir gehen jetzt Wakeboarden, das heißt, das machen wir an einem See, aber es sind ja Wakeboard-Anlagen oder Wasserskisportanlagen, da kann man dann noch Wasserski fahren, Wakeboarden, aber das war es dann ja eigentlich, Kneeboard kann man fahren. Und ein bisschen Stand-Up-Paddling. Kneeboard für die, die dann Wasserski und Wakeboard nicht hinkriegen vielleicht. Eine gute Alternative. Ja, liebe Grüße an Tina an der Stelle. Die und an Rieke. Und an Rieke, die Kneeboard-Weltmeisterin werden könnten. Im Doppel. Ja. Das macht auf jeden Fall Bock. Aber irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, wenn man dann nicht so Tricks machen kann wie du, dann ist es irgendwann dann doch langweilig, wenn man nur im Kreis fährt. Ja, das finde ich teilweise auch erstaunlich, weil ich bin nämlich relativ schnell gelangweilt von sowas. Also als ich mit dem Kiten angefangen habe, habe ich halt beim Kiten relativ schnell Fortschritte gemacht durch diese Wakeboard-Basis und bin aber tatsächlich beim Wakeboard dadurch schlechter geworden. So, und das hat mich dann halt so abgefuckt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf Wakeboard hatte, sondern nur auf Kiten gegangen bin. Und und jetzt bin ich halt, glaube ich, also ich bin am Anfang wirklich 6-mal die Woche Wakeboard gefahren, 6 bis 7-mal die Woche für 6 Jahre, also nonstop im Sommer und dann halt auch Wettkämpfe mitgefahren und so weiter und und dann irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf Wakeboard und jetzt fahre ich vielleicht 2-3-mal im Jahr und fokussiere mich halt nur noch auf Kitesurfen beziehungsweise mittlerweile dann auch tatsächlich CrossFit. So entwickelt sich das dann irgendwie, ne? Du warst in den Sportarten auf dem Wasser ja auch ein bisschen erfolgreich, habe ich mir sagen lassen. Was kann man denn da tatsächlich abräumen? Also es gibt Weltmeisterschaften, bin ich mir sicher. Gibt es Europameisterschaften oder gibt es auch so deutschlandweite nationale Sachen? Wie erfolgreich warst du tatsächlich? Ja, also so richtig krass erfolgreich würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich würde mich auch nicht als Profiathlet oder sowas bezeichnen, aber in Deutschland im Kitesurfen gibt es eine deutsche Meisterschaftsserie, wo quasi, ich sag mal, 4 bis 6 Tourstops jedes Jahr sind. Die sind dann zum Beispiel auf Sylt, St. Peter-Ording und so weiter. Das ist so diese normale Meisterschaftsserie, bei der ich aber nie irgendwie mitgefahren bin, sondern eigentlich fast von Anfang an gejudged habe. Da bin ich halt auch übers Wakeboard irgendwie reingekommen, weil da der Head Judge gehört hat, dass ich halt ganz gut die Tricks auseinanderhalten kann und so weiter und dass ich halt aus dem Wakeboard-Sport komme und die Tricks halt ähnlich sind. Und dann habe ich halt einmal ausgeholfen und seitdem war ich dann quasi bei jedem Stop irgendwie am Start und bin dann halt die Serie halt einfach nicht mitgefahren, habe aber nebenher natürlich trotzdem Freestyle trainiert und so weiter und bin halt besser geworden. Und ich war eher so getrimmt auf die, also es gibt so sogenannte Wake-Style-Wettkämpfe, wo man quasi Wakeboard und Kitesurfen verbindet. Das heißt, man fährt auf diesen Rampen, auf den Obstacles, wie an so einer Wasserskianlage. Die sind aber dann irgendwie im Meer aufgebaut oder in der Lagune und man kann da halt mit dem Kite drüber fahren. Und cool. Da ich halt diese Wakeboard-Basis hatte, fiel mir das immer relativ leicht, da halt direkt irgendwie mitzumischen. Und da gab es halt eine Szene, die sich da so ein bisschen entwickelt hat in Deutschland. Und dann gab es einen Contest, einen Wettkampf. King of the Lagoon hieß der. Und den gab es, glaube ich, 5 Jahre oder so. Oder 6 Jahre sogar. Und ich glaube, ich stand 3-mal auf dem Podium oder 4-mal auf dem Podium. Also das war so diese einzige Serie, die ich so ein bisschen mitgefahren habe. Also diese Wake-Style-Meisterschaft in Deutschland. Genau, das war so im Kiten.
Und hauptsächlich habe ich sonst halt so ein bisschen bei meinem Sponsor damals, Garster Kiteboarding, halt so ein bisschen Produktvideos gedreht, viele Fotoshootings für die mitgemacht und sowas halt, ne? Also Instagram gepflegt, mehr als jetzt auf jeden Fall. So ein richtiger Influencer für den Kitesport quasi. Quasi, ja. Quasi. Was ist denn jetzt quasi dann so auf dem weltweiten Level? Sind es dann Tricks, die man macht, oder ist es besonders schnell, wie man fährt, wenn man jetzt sich das Kiten rausnimmt und nicht eine Mischart oder das Wakeboarden? Wie sieht es aus? Also ich kann das natürlich vom CrossFit ganz klar, das ist ein Leistungsspektrum, was man erfüllen muss und das ist messbar. Wie ist es beim Kiten? Sind es dann tatsächlich nur die Tricks oder ist es noch mehr? Ja, es gibt da mehrere Disziplinen. Also es gibt Welle zum Beispiel. Ist jetzt nicht so groß wie Freestyle zum Beispiel, aber ich sag es mal, es gibt einen Wave World Cup, bei dem quasi die Teilnehmer halt in der Welle fahren und so ein bisschen, da kommt es dann halt auf Style an und wie man die Welle anfährt und wie hoch die Welle ist und ob man jetzt eine Barrel nimmt oder nicht. So ein bisschen wie beim normalen Wellenreiten auch, beim Surfen. Das ist halt die erste Disziplin. Dann gibt es Racing, wo man quasi Rennen fährt. Da fährt man wie beim Segeln quasi Kurse, entweder so Daumenkurse oder man fährt ein Trapez oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es halt Freestyle. Und Freestyle ist halt diese Geschichte, wo man halt Tricks macht, ne? Das heißt Handle Passes, das heißt, man übergibt die sogenannte Bar, mit der man den Kite steuert, hinterm Rücken einmal, zweimal, dreimal, dreht sich vorher noch zweimal in alle Richtungen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist halt super schwer zu erklären. Und das Niveau ist die letzten Jahre schon echt extrem gestiegen nochmal beim Kiten. Und das ist, wenn man nicht irgendwo am Wasser wohnt und nicht schon seit man 12 ist irgendwie trainiert, gibt es auch keine Möglichkeit mehr, da irgendwie hinzukommen. Ne? Also die Leute, die da gut sind, die wohnen irgendwo am Spot und das ist auch ein Spot, der halt richtig, richtig gute Trainingsbedingungen halt gibt. Ja. Jetzt bist du von dem Leistungssport Kiten bzw. Wakeboarden zum CrossFit gekommen. Das ist ja die, würde ich jetzt mal sagen, fürs World-Niveau ist es auch langsam zu Ende bei dir. Du bist zu alt dafür. Ähnlich wie beim Kiten. Trotzdem bist du ja kein schlechter CrossFit-Athlet und du willst ja in die Richtung auch noch mal ein bisschen Gas geben. Ich habe gehört, ihr wollt nächstes Jahr auf jeden Fall Fitness-Bundesliga mitmachen. Ja, da lehnt er sich Ja, auf jeden zurück. Fall. Ja, wir sind dieses Jahr. Ja, Bock haben wir auf jeden Fall. Also, es hat richtig Bock gemacht, dieses Jahr da mal mitzumachen. War auch ganz lustig, weil wir haben halt dann so ein Team zusammengestellt und war lustig zu sehen, obwohl es ja in der eigenen Box war und mit, keine Ahnung, nicht so ultra vielen Zuschauern, war man dann trotzdem irgendwie aufgeregt, ne? Also schon lustig irgendwie. Und ja, also eigentlich bin ich schon immer so der Wettkampftyp gewesen. Also ich habe schon immer Bock drauf, mich zu messen mit anderen. Und will einfach mal gucken, wie man halt mit diszipliniertem Training einfach, oh, wie weit man da kommt, zum Beispiel in Deutschland. Und es gibt ja auch immer mehr Wettkämpfe, bei denen man halt wirklich irgendwie mitmachen kann und auch irgendwie mal Chancen hat, vielleicht mal aufs Podium zu kommen. Muss ja nicht immer in der Elite-Division sein, aber das sollte natürlich irgendwann mal das Ziel sein, in der Elite-Division dann irgendwie wenigstens im vorderen Feld mitzumischen. Aber ich kann es halt gar nicht einschätzen, also was da so möglich ist und was nicht. Weil so richtig intensiv trainieren, würde ich sagen, tue ich jetzt seit 1,5 Jahren oder so. Davor war es halt so ein bisschen, ja, dreimal die Woche vielleicht, viermal die Woche und dann neben dem Kiten halt, ne? Und jetzt ist es halt schon 95% eher. Jetzt ist es schon deine Hauptsportart. Das stimmt auf jeden Fall. Und was natürlich jetzt die Jahre auch sich ein bisschen entwickelt hat, sind dann doch eher nochmal Teamwettkämpfe, was deutlich, also die Eintrittsbarriere für, sage ich jetzt mal, Rookies im CrossFit deutlich niedriger hält. Also man muss nicht mehr
als Mindestherausforderung im Handstand laufen können. Das ist ja eine deutlich andere Sache. Ja, also wenn ich mich jetzt so an die letzten Jahre zurückerinnere, gab es schon verschiedene Schwierigkeitsgrade von Intermediate, Scaled. Es gibt aber auch nach oben hin RX, Elite, Elite Plus, Plus Plus, wo dann die Anforderungen mit drin sind. Wo siehst du dich vielleicht als Athlet auch in der deutschen Szene vielleicht dadurch, dass du jetzt noch nicht so lang CrossFit machst, aber jetzt dann doch ambitioniert bist, wo siehst du dich in der Wettkampfszene vielleicht auch nochmal auf dem Competition Floor? Bei welchen Wettkämpfen jetzt explizit oder was? Ja. Also generell bin ich da momentan relativ offen. Also ich hatte mich dieses Jahr für wie ist er denn nochmal? Hier, Watfield. Das war so der erste Wettkampf, wo wir uns angemeldet hatten, so aus unserer Box. Der ist ja dann leider ins Wasser gefallen wegen Corona. Und dann hatten wir uns jetzt noch beim Dutch Buddy Throwdown angemeldet, der jetzt auch wieder verschoben wurde auf März. Also ich bin da eigentlich relativ offen für alles, was kommt. Und mir geht es jetzt erstmal darum, generell mal irgendeinen Wettkampf mitzumachen und einfach mal zu gucken, wo man so steht. Ne? Ich kann das nämlich momentan wirklich gar nicht einschätzen und fokussiere mich jetzt erstmal irgendwie auf die Open und einfach mal gucken, wie weit man bei den Open kommt, wie sehr man sich verbessert hat im Gegensatz zum Jahr davor. Und Wie interessant sind denn die Open jetzt noch für dich als, also als Athlet an sich? Denn für mich sind jetzt aus meiner Perspektive heraus, ich meine, ich mache jetzt auch CrossFit seit mehreren Jahren, für mich waren die Open immer nice to see, aber es ist ja schon irgendwie so, dass du dann als Zehntausendster in deiner Region irgendwie auf irgendeinem Platz landest. Und so wirklich vergleichbar sind ja die Open von Jahr zu Jahr auch nicht, weil es sind ja andere. Weil nicht alle mitmachen halt, ne? Es sind, oder genau. Man weiß halt nie so richtig, wie viele Leute dann tatsächlich irgendwie mitmachen, aber so ein bisschen orientieren kann man sich ja schon dran. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt in Deutschland irgendwie 500. geworden ist und danach das Jahr dann irgendwie 150., dann weiß man ja schon, okay, irgendwie was ist passiert. Ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und ist halt auch ein cooles Feeling, mal wieder so Workouts zu haben, auf die man sich so fokussiert und die man dann vielleicht auch 2-3 Mal mit einer anderen Taktik angeht, als dieser normale Trainingsalltag, ne? Weil dieses ganze Training macht man ja auch für solche Momente, dass man einfach sich noch ein bisschen Motivation abholt. Was wäre jetzt die schlimmste Kombi bei einem Workout, die für dich bei so einem bei den Open passieren könnte, wo du auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schlechte Karten hättest? Und im Vergleich dazu, was wäre so das Wunsch-Workout, wo du ganz genau weißt, ja, okay, da verteile ich Schellen. Puh, ja, ist schwer zu sagen. Also ganz, ganz schlechte Karten finde ich bei mir ist immer Laufen, aber Laufen kommt in den Open nicht dran. Also das schon mal raus. Das weiß man ja nicht. Das ist ja, aber ist ja nicht so richtig, ist ja nicht so richtig messbar, ne? Auf dem Airrunner schon. Ja, das stimmt, aber es hat ja nicht jeder einen Airrunner. Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein Assault Bike in den Open vorgekommen, so von daher beim Rower. Aber weil, das wird auch noch kommen. Also jetzt nur mal so, die Deals werden ja auch irgendwo mit CrossFit HQ abgesprochen, dass die Dumbbells irgendwann in den Open vorkommen, hat er dann diesen Dumbbell-Verkauf so krass in die Stratosphäre gehoben. Niemand hat davor Dumbbell Snatches groß gemacht. Und jetzt vielleicht nochmal ein Deal mit Assault. Und dann ist das erste Workout Kalorien, Assault Bike und dann danach 5K Run. Ja, das wäre nicht so gut. Also, aber das ist ja so eine typische Crossfitter-Sache, glaube ich, dass die meisten halt nicht so gut laufen können. Aber bei mir ist so, Laufen in Kombination mit irgendwelchen anderen Übungen ist halt Horror einfach. Das geht irgendwie gar nicht klar. Aber ja, wird auch besser irgendwie, ne? Also es ist halt, also ich mache jetzt seit 3 Monaten, coacht mich quasi der Hendrik Keim, der ja auch hier in Köln wohnt. Okay. Und man kennt ihn. Da, liebe Grüße, Hendrik. Man kennt ihn. Und seitdem
hat sich auf jeden Fall schon sehr, sehr vieles, wo ich richtig schlecht drin war, stark verbessert. So Gymnastics an der Stange war ich halt nie so gut, so Bar-Muscle-Ups und Butterfly-Pull-Ups und so weiter, hat alles eigentlich nicht so richtig gut funktioniert. Und da habe ich jetzt die letzten 3 Monate echt krass dran gearbeitet und seitdem läuft es halt viel, viel besser, auch unter Belastung. Und ja, bei mir ist eigentlich so ein Problem, dass ich halt so eine Grundlagenausdauer mir erst erarbeiten muss, weil ich das halt aus dem ganzen Wassersport gar nicht so mitgenommen habe, sondern eher so, ich kann halt schnelle Sprints ganz gut, egal wie, in welcher Form, aber sobald es dann halt Richtung 15 Minuten plus geht im Workout, wird es halt bei mir schwierig irgendwie, ne? Deshalb kann ich das gar nicht so richtig sagen, welche Kombi da am schlimmsten ist. Overhead Squats sind auch nicht so mein Ding, aber sonst geht eigentlich alles so. Wegen der Mobility? Oder? Im Schnitt. Nee, eigentlich gar nicht, aber ja, obwohl, meine Schultern sind halt so ein Schwachpunkt bei mir, weil ich mir beim Wakeboard auch mal die linke Schulter ausgekugelt habe und Labrumabriss und keine Ahnung was. Ja. Und die ist halt relativ instabil im Vergleich zu der rechten Schulter zum Beispiel. Du hast auch sehr schmale Schultern, habe ich gesehen, das stimmt. Ja. Und, das kommt dann halt bei solchen Übungen raus, weißt du, auch beim Snatch, dass ich ja halt Probleme habe, hinten tief reinzugehen und so weiter. Also das ist schon so ein bisschen Mobility-Problem, geschuldet auch durch diese Verletzung halt in der Jugend. Also das Wakeboard tut nicht so richtig gut, weil die meisten, die ich kenne, die damals mitgefahren sind, irgendwie, die sind alle verletzt. Knie kaputt, Schulter kaputt, alles kaputt. Also ich bin froh, dass ich da so einigermaßen safe rausgekommen bin und jetzt irgendwie wieder dran arbeiten kann, dass alles wieder besser funktioniert. Da hast du dir natürlich die verletzungsfreiste Sportart mit dem CrossFit rausgesucht. Ja, lustigerweise habe ich seitdem ich so ein bisschen intensiver trainiere, eigentlich aber nichts irgendwie, was mal so richtig kaputt gegangen ist oder so. Also meine Schultern werden immer stabiler. Also ich fühle mich auf jeden Fall immer besser. Nee, das war jetzt auch, das war jetzt auch eher ein Scherz für die jetzt gerade zuhören und die sich gerade maßlos darüber aufregen, dass ich CrossFit als Sportart deklariert habe, wo man sich viel verletzt. Man verletzt sich natürlich beim Trainieren meiner Meinung nach nicht so häufig, aber was man auf Wettkämpfen sieht, ist schon immer ganz, ganz nah an der Körperverletzung, wenn man sich Leute anguckt, die vielleicht technisch noch nicht so 100% drin sind. Ja. Und ich meine, die Lasten. Wenn man dann ans Limit geht. Ja, genau, wenn man ans Limit geht und die Lasten, die man bewegt. Ich meine, es ist eine sehr leistungsbezogene Sportart, die Weightlifting, Gymnastics und auch Ausdauertraining beinhaltet. Ich meine, beim Laufen wird man sich kaum verletzen, aber wenn man mal 100 Kilo 3, 4, 5, 6 Mal snatcht, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man sich verletzt, relativ hoch. Aber in anderen Sportarten auch. Also ich meine, ich habe früher Handball gespielt. Voll. Da war ich jede Woche verletzt. Und beim CrossFit bin ich vielleicht einmal im Jahr. Habe ich ein bisschen Rücken oder so. Ja, und Fußballer sind auch dauernd verletzt. Also, ja, das sind Mimosen hauptsächlich. Ja. Wahrscheinlich. Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wettkampfmäßig, war jetzt Watfield geplant, Fitness-Bundesliga. Das sind ja Teamsportarten, beziehungsweise Teamwettkämpfe. Wie sieht es dann auch mal für dich, Nils Ippen, als Individualathlet aus? Meinst du, da kannst du hier ein bisschen am Baum rütteln, wo die Großen dranhängen? Oder? Ich glaube jetzt noch nicht, aber mal gucken, was da noch kommt. Aber Bock drauf habe ich auf jeden Fall. Ich denke mal, dass es aber so die ersten 2 Wettkämpfe erstmal so im Team was sein wird, weil das halt einfach auch irgendwie mehr Bock macht dann in dem Moment. Und einfach mal zu gucken, wie ist das überhaupt bei so einer Competition in CrossFit vor Ort. Also beim Kiten und Wakeboard kenne ich das halt irgendwie, aber so beim CrossFit halt noch nie so wirklich irgendwie mal mitgemacht. Und deshalb werde ich auf jeden Fall erstmal irgendwie 1, 2 Wettkämpfe im Team machen und dann gucken, dass man sich mal individual irgendwo anmeldet und einfach mal probiert. Also auf jeden Fall für alles offen. Okay. Wie bereitest du dich denn jetzt gerade so ein bisschen drauf vor? Du hast ja wie alle Athleten mehr oder weniger gerade Off-Season. Hast du einen Nutrition-Plan? Wir haben jetzt schon rausgekriegt, Hendrik macht für dich den Trainingsplan. Du wirst besser.
trainierst du einmal die Woche, trainierst du zweimal die Woche. Du bist Box-Owner, du kannst sowieso 5-mal die Woche trainieren oder 10 oder 20-mal. Wie würdest du jetzt deine Off-Season oder Vorbereitung für den nächsten Wettkampf, der irgendwann stattfindet, betrachten und in Vergleich setzen zu vielleicht jemand anderem? Also generell verlasse ich mich dann natürlich so ein bisschen auf den Plan dann vom Hendrik auch und ziehe das auf jeden Fall auch so durch, wie er das vorgibt, und trainiere momentan 5-mal die Woche und eine Session dauert so, je nachdem wie lange ich trödel zwischen den Workouts oder zwischen den Sets, so ja schon so 2 bis 2,5 Stunden mit Aufwärmen und das klappt soweit ganz gut, auch neben dem Job hat das ganz gut geklappt. Gut, jetzt ist halt eh Kurzarbeit, das heißt noch mehr Zeit und jetzt habe ich auch einmal die Woche quasi 2-mal am Tag Training mit so ein bisschen Accessories und Extras und so weiter. Und letzte Woche war es dann auch hier ein bisschen windig und dann war ich tatsächlich auch irgendwie am Restday dann ein bisschen am See auf dem Wasser unterwegs mit einem ganz neuen Sport, Wingfoilen. Das war dann nochmal on top irgendwie anstrengend und man muss halt gucken, wo man dann seine Recovery herholt, ne, wenn man noch irgendwie 1000 Sachen drumherum macht. True. Aber ja, keine Ahnung, ich will dann sowas trotzdem noch irgendwie ausnutzen, wenn es dann mal windig ist und hier vor Ort, ne, dass man vor Ort ein bisschen Wassersport machen kann und ziehe dann mal aber meinen Trainingsplan trotzdem so weit durch, weil ich halt jetzt momentan noch die Zeit habe. Ernährungsmäßig, ich habe jetzt bei der Kai Wirkner aus, die wohnt jetzt aktuell in Hamburg und trainiert bei Hard & Heavy, habe ich einen Ernährungsplan gemacht. Zur Erklärung, Kai ist Bundesliga-Meisterin mit Hard & Heavy geworden. So ist es nämlich, das ist eine der Leistungsträgerinnen, die auch im Oktober bei der Fitness-Bundesliga im Finale mit dabei war. Die übernimmt jetzt deine Ernährung. Hat sie, also ich habe quasi einen 12-Wochen-Plan bei ihr gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Die kocht auch, und, oder? Nee. Das war quasi nur so eine Geschichte mit Makros, werden mir quasi vorgegeben. Sie guckt sich so ein bisschen an, was ich esse. Ich habe immer zu wenig Gemüse gegessen und solche Geschichten halt, was dann jeder kennt. Ja. Ja. Und einfach mal, dass man irgendwie weiß, okay, was kann man essen, was nicht, dass man da so ein besseres Verständnis für kriegt. Und jetzt so bis Ende Dezember ist es eher so ein bisschen wieder Freestyle, sage ich mal. Und dann quasi so 6 Wochen, 7 Wochen vor den Open wollte ich dann nochmal gucken, dass ich da ein bisschen mehr drauf achte und da wirklich den Fokus drauf lege. Aber momentan, ich versuche halt so auf meine Makros zu kommen, aber wenn da mal ein Tag dabei ist, wo ich ein bisschen Ben & Jerry's esse und so, dann ist mir das auch scheißegal. Ne? Jeder, der jetzt Nils nicht vor Augen hat, wird gerade diese Aussage vielleicht ein bisschen nicht falsch verstehen, aber ich hasse ihn gerade dafür, weil Nils nicht der Typ ist, der Fett ansetzt. Also auch wenn du dich jeden Tag von Ben & Jerry's ernähren würdest, du trainierst ja relativ häufig, du bist ja trotzdem ein schlanker Kerl. Ja. Abschließend wollte ich von dir nochmal auf die Frage zurückkommen, was denn in den Open eine wirklich gute Kombi für dich wäre, wo du dich drin siehst. Letztes Jahr mein bestes Workout war das letzte mit den Wallballs, Rudern und Ring-Muscle-Ups. Ich würde tatsächlich sagen, dass die drei Übungen eigentlich fast meine stärksten Übungen sind. Und in der Kombination, ja, es hat nicht direkt geklappt, aber im dritten Anlauf habe ich dann tatsächlich eine einigermaßen passable Zeit dahin gelegt und war, glaube ich, in dem Workout 150. in Deutschland oder so. Das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz gut. Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich halt deutlich besser machen, noch das Workout. Aber ich sag mal, alles, was irgendwie mit Ring-Muscle-Ups in Kombination ist, läuft eigentlich ganz gut. Wallballs laufen ganz gut und Rudern halt auch. So, das sind eigentlich schon die drei Übungen, die ich am besten kann. Assault-Bike kann ich eigentlich auch ganz gut, wenn es in irgendeiner Form Sprints sind.
Aber so Sprint-Workouts sind ja eigentlich meistens bei den Open nicht dabei. Von daher, ja, belasse ich es mal bei Wallboards, Rudern und Ringmuscle-Ups. Ich habe jetzt noch ein Workout für dich, quasi als Hausaufgabe. Oje. Ich würde ganz gerne dieses Workout gegen dich machen. Okay. Und zwar, wir haben ja, hol dich gerade ein bisschen aus der Reserve raus, war. Und zwar, wir haben beide ein Rudergerät zu Hause. Zu Hause nicht, aber in der Box, ja. Genau, bei mir auch, zu Hause in der Box. Ich möchte gegen dich ein 21-15-9 Calorie Row und Burpees over Rower machen. Das ist ein schönes Sprint-Workout. Da kann man auch mal kurz sterben. Und ich würde sagen, die Folge kommt ja diesen Sonntag raus. Also am, was ist denn das? Der 22. Und wir machen das einfach die Woche drauf bis zum 29. Ja. Und dann posten wir das. Dann muss ich mir noch die Freigabe von Hendrik holen, aber na klar. Das ist ein Teil des Warm-ups. Ja, ja, ist erweitertes Warm-up. Genau. Aber das machen wir mal. Das machen wir. Ja. Ja. Übrigens, ich glaube, was wir noch nicht geklärt haben, wie hier der Kaffee getrunken wird, der jetzt schon weg ist. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Trinkst du den trinkst du den schwarz oder mit Milch? Tatsächlich, lustigerweise, seitdem ich einen Milchaufschäumer bekommen habe zum Geburtstag, trinke ich den immer mit Milch. Und vorher habe ich, glaube ich, 1,5 bis 2 Jahre immer schwarz getrunken. Aber mit dem Milchaufschäumer ist schon geil. Die Frage ist, ob du den gekauft hast, den Milchaufschäumer, oder deine Freundin? Nee, meine Freundin hat mir den zum Geburtstag geschenkt. Aber ich habe ihn mir auch gewünscht. Du hast dir einen Milchaufschäumer zum Geburtstag gewünscht? Ja, ich habe den irgendwo mal gesehen und ich fand das ziemlich geil, wie die, also, ja. Ist ganz nice. Also nächstes mit, Mal. Mit Hafermilch. Mit Hafermilch ist auch so ein Thema irgendwie in letzter Zeit. Ja, Hafermilch, aufgeschäumte Hafermilch. Beste. Schmeckt schon ganz gut. Produktplatzierung machen wir jetzt nochmal. Die beste ist immer noch die von Oatly, die Barista. Yes. In diesem hätte Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Nachmittag. Wir trinken demnächst aufgeschäumten Kaffee bei dir mit Milch, mit Oatly. Bis dahin machen wir das Workout. Geil. Danke dir für diesen wundervollen Talk am Morgen und wir sehen uns. Bis bald. Bis bald.